Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyblock. Mein Name ist Dr. Skill, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und da ist der unsichtbare Händler mittlerweile. Der Kerl hat aber auch echt den Spaß seines Lebens, ne? Er hat hier eigentlich echt cooles Zeug dabei, aber ich habe halt keine Smaragde, ne? Daran scheitert es mal wieder. Das ist halt so ein bisschen das Ärgerliche. Gut. Die Folge wird mal wieder parallel gelivestreamt. Möchte ich ja wieder öfters machen. Von daher, ja. Meine Aufnahme jetzt einfach live. Schau jetzt mal gerade. Das Grubziel war weiter das Dach zu bauen, nachdem ich ja gemerkt hatte. Jetzt weiß ich wieder, warum ich hier stehe. Ich finde es nicht so hübsch da. Ich könnte an dem Block liegen. Aber ich überlege gerade, wenn ich jetzt nur diese eine Hälfte sehe. Na, weiß ich noch nicht. Ob mir das dann wirklich mehr gefällt. Gut, ja. Ja, auch willkommen wieder an alle Neuen im Stream. Also nebenbei erwähnt, jetzt schaue ich mal ganz kurz hier oben hin. Liegt das daran, dass ich das so gemacht habe? Oh, das mal kurz so. Irgendwo ist doch... Ach, da ist ein Phantom, okay. So. War das hier nicht gerade irgendwo? Ach, da. Okay. Ja, okay, ich ist noch mit dem Haus beschäftigt. Ich habe mal einen Moment. Jetzt kann es kommen. Ah, ja. Boah, okay, das war gemein. So, versuchen wir es nochmal. So. Zwei Hits. Nochmal zwei Hits. Ja, Phantome sind auch so das einzigste hier. Ach, da. Oh. So, jetzt schau ich mal hier. Dürfte der letzte Hit sein, oder? Wie viel? Ich habe doch jetzt schon voll drauf gehauen. Ganz, ganz verständlich jetzt hier. Verwunderlich. Er hat Spaß mit Unsichtbarkeitstränken. Okay, jetzt nochmal kurz hier nach oben. Mal hier versuchen, so eine Seite fertig zu bauen, damit ich mir das einfach mal vorstellen kann. So. Auch willkommen zurück im Stream. So, Was? Ach, da fehlt noch ein bisschen mehr. Okay. Jetzt schaue ich mir das Ganze nochmal von außen an. Also das ist ja... ich glaube, ich weiß, wie ich es rette. Ich habe da gerade so einen Gedanken im Kopf, den ich mal kurz verfolgen möchte. So, das ist ja dann hier, oder? Ja. Wenn ich das jetzt hier nämlich nochmal so mache... Dann glaube ich, könnte es aber auch nur vielleicht gut aussehen. Ist das ein ganzer Block? Ah ja, ist ein ganzer Block, okay. Hm. Ja, Semi, ne? Das sieht so... Weiß es noch nicht, ob das gut aussieht. Ich finde irgendwie, es passt nicht ganz. Dass das jetzt nicht symmetrisch ist, ist aber auch schon ein bisschen irgendwie... Weiß ich nicht. Stört. Aber ist okay. Ich überleb's. Ich überleb's. Ah, interessanter Stimmvergleich. Muss ich mir mal anhören. Hätte ich selber noch nicht gemerkt. So, erstmal das jetzt hier so. Naja, ein bisschen fehlt hier noch. Ja, aber so das Grundidee fürs Dach könnte so hinhauen. Dann erstmal das hier alles abhauen. Was brauche ich nochmal? Stein? Naja, für die Treppen da drin. Wenn ich Steine kriegen würde, das wäre toll, ja. Jetzt geht's wieder. Zwischendrin ist das so. Ja, genau. Ja, ich weiß schon, wen du meinst. Ich habe bloß noch nie drauf geachtet, ob meine Stimme da ähnlich klingt.
Ja, kann schon sein. Ich bin da noch nie in den 1-1-Vergleich gegangen. Beziehungsweise, das 1-1-Vergleich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Aber so die Richtung. Da-da-da. So, hier nochmal das so. Hier fehlen nochmal ein paar halbe. Ah, es hätten nur halbe gefehlt. Okay, ärgerlich. Holen wir nochmal schnell ein paar halbe. So, ja, der chillt hier sein Leben und läuft hier überall rum. Soll mir recht sein. Und hier nochmal den Baum abfallen. Dann kann ich auf der anderen Seite auch zubauen. Das wäre cool. Zu fällen, zu bauen, ja. Ich glaube, ich habe auch zubauen gesagt. Ach, ich zweifle gerade mir selber. Okay. Dann einmal nochmal hier rüber. So. Schau ich mal gerade. Wie komme ich da am besten? Ach, ich komme von außen am besten hin. Logisch. So, meine Videos schneide ich primär mit Magic's Video Deluxe, müsste das heißen. Ich habe da irgendeine Provision auf jeden Fall. So, jetzt schaue ich mir gerade, das ist ja... Habe ich das denn hier gebaut? Das jetzt hier so und dann so? Ja, ich glaube. So, 1, 2, 3... ja, das ist hier so. 1, 2, 3. Und dann muss ich das hier auf der Seite eigentlich auch nochmal so machen. Ja. Ach klar, natürlich. Deswegen habe ich das so und so gemacht. So, dann gehe ich aber hier nochmal einen raus und auf der Seite auch nochmal einen raus. Gut, und dann sollen da drinnen noch solche Streben entstehen, die hier quasi das Teil nochmal so in der Mitte halten. Wollen hier mal so anfangen oder mache ich das eins höher? Ne, ich glaube, das passt so und dann. Ja, kann man glaube ich so mal anfangen. Wird dann schon am Ende hoffentlich gut aussehen. Was macht er denn jetzt eigentlich mit den Kürbissen? Nix, okay, gut. Beruhigt. So. So, ach, hier fehlen noch ein paar Setzlinge. Warum habe ich die denn nicht wieder hinplatziert? Zwei Stück bräuchte ich nochmal. Und da sind neue Bäume gekommen. Okay. Gut, dann also nochmal kurz die Bäume hier abfällen. Ich würde gerne in der Folge versuchen, das Haus fertig zu bauen, soweit es geht. So. Okay. Ich brauche nochmal zwei Setzlinge. Einer liegt da. Einer wird doch sicher gleich droppen. Okay, ich war zu optimistisch. So schnell geht es dann doch nicht. So, dann nochmal so. Ach, jetzt ist da einer da. Ja, ne, sind Stücke. Okay. Auffallen für mich. So. Händler wollte ich ja vorhin eigentlich noch einsperren, aber der lässt sich nicht einsperren. Der läuft immer irgendwie anders. Jetzt schaue ich mal kurz. Ein paar Treppen und Stufen brauche ich. Mal kurz hier so. Hier kurz zweimal Treppen. Ah, dreimal Treppen. So, noch ein paar Stufen. Dann kann ich mal oben weiterbauen am Dach. So. Dann einmal kurz hier hoch. Hatte ich nicht. Ja, ich habe die extra mitgenommen. Upsi. Gut. So und so. Fehlt das sonst noch irgendwo? Nö. Gut. Dann war hier Plan, das mal auf der Seite auch hier nochmal ein bisschen voranzubauen. Wie habe ich mich denn auf der Seite entschieden, das zu bauen? Ah, genau so. Okay. Also 1, 2 und dann hier auch nochmal 1, 2. Okay. Und so soll das ja dann schlussendlich aussehen. So ein kleiner Regenschutz mit dabei und dann ist tipptopp. So, auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Holz. Hat man jetzt hier oben sowas drauf? Ne, ich glaube, das wäre dann übertrieben.
glaube, das wäre dann doch too much. Okay, aber das sieht dann schon mal so weit so gut aus. Jetzt mal hier nochmal kurz der Gedanke. Ach, Moment, ich brauche hier drin auch nochmal. Was kann der hier sowas sein? Ist das so? Dann hier eine Treppe hin. Jo. Und dann hier so? Wahrscheinlich. Da ist nochmal ein paar so davon und ein paar davon. Okay, okay, okay. Ich könnte auch mittlerweile eigentlich schon gefühlt meine zweite Werkbank bauen. Ja, einfach nur dafür da ist, dass ich nicht jedes Mal so weit laufen muss. Es würde Sinn machen. So. Das einmal weg, jawohl. Neuen Baum hin, das dann auch einmal weg hier. Und dann wieder neuen Baum hin. Langsam zweifle ich daran, dass ich das in dieser Folge noch schaffe mit dem Haus. Ja, mal gucken. Dann immer so Kleinigkeiten, die es dann rauszögern. Da hinten wachsen die Melonen erst noch. Mal hier die Setzlinge wegtun, nochmal ein paar holen. Und einfach genügend Setzlinge hat. Mittlerweile ist das Setzlingproblem aber auch schon, glaube ich, gut gelöst. Also man merkt es ja fast gar nicht mehr. Ja, dann mache ich mir mal noch meine Werkbank für drinnen. So. So, das passt. Jetzt nochmal hier so. Wie viel werde ich davon nochmal brauchen? Ja, einmal hilft nichts. Mindestens. Für die hier und dann noch für das andere. So, jetzt schaue ich mal kurz hier. So, wenn es das macht, ja. Dann sollen hier nochmal auch welche hinkommen. So, jetzt brauche ich bloß, ja genau, das dürfte reichen an Treppen für hier drin. So, ich glaube, der kann nicht zugebaut werden, weil ich sonst nicht mehr hochkomme. Oh, Treppe. Uiuiui, ich dachte, ich fall runter. Es ist hier aber auch falsch. So hätte ich die gern. Ja, tipptopp. Mal kurz hier so einen hin platzieren, damit ich dann zwei hier bauen kann. Gut, das gleiche jetzt auf der Seite. 1, 2. Und dann treffen die sich ja hier mehr oder weniger in der Mitte. So. Die Frage, wie ich das baue, aber ich glaube, so. Ja, dann steht das hier nämlich so aus. Ja, das finde ich nicht gut. Ja, das kann ich so nicht bauen. Kann ich das mit so halben Stufen bauen? So irgendwie. Ja, wäre so ein bisschen die Statik vom Haus bedacht, ne? Dann hier nochmal eine runter. Obwohl der eher nur Deko wäre, naja, das ist gar keine tragende Wand, das stimmt dann schon so. Ist dann schon wieder so richtig gebaut. So, also nochmal hier zurück zu den Treppen. Die darf ich ja hier auch noch überall einmal hinbauen. So, hier auch nochmal. Super. Ja, wenn es noch bauen würde, das wäre klasse. So, dann nochmal ein paar neue Bäume. Tipptopp. Das hier auch erstmal so weit, so gut. Gut. Der Händler immer noch da am Chillen. So, dann checke ich mal kurz das hier ab. Setzlinge, danke. So, was brauche ich jetzt wieder? So. Holz ist immer toll. Hier rüber. Ja, auch nochmal schnell weg damit. Wollte dann nochmal Setzlinge einsammeln. Kriege ich hier gleich noch einen einfach so? Ja, nice. Tipptopp, dann kann ich nämlich einfach hier so hin tun.
Gut. Funktioniert soweit. Und mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.